Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Titel des Amiga-Zimmers. Wir zocken Dino Blaster. Ja, es ist das zweite Video und wir legen einfach mal direkt los. Los geht's von 1991 von Hudson Soft. Dino Blaster sollte euch ein Begriff sein, das heißt heute Bomberman. Runde 1. Ach, es ist schön. So, wir sind halt der Kleine hier und müssen halt versuchen, mit unseren Bomben die Steine wegzumachen. Das Prinzip sollte euch ja bekannt sein, beziehungsweise auch bekannt vorkommen. Denn jeder, der Bomberman kennt, kennt auch Dino Blaster eigentlich. Obwohl die meisten von euch mit Dino Blaster überhaupt nichts anfangen können. Aber das war definitiv die allererste Version, die vor der Bomberman-Reihe erschienen ist. Und ganz ehrlich, ich finde diese Version einfach am geilsten. So schön wie sie auch sind, die neuen Bomberman-Titel, haben diese alten Games doch ihren, ja, ganz besonderen Charme. So, komm schon, geh mal hin. Verdammt! Boah, ist der hartnäckig. Ist der Sack hartnäckig. Jetzt hat er aber verloren. Haha. So, und jetzt kriegen wir auch signalisiert, wo unser Ausgang ist. Der ist nämlich immer gut versteckt. Zack. Boah, eigentlich ist hier nur ein Item. Also müssen wir den Ausgang sogar noch suchen. Und uns rennt ein bisschen die Zeit. Wenn die Zeit rum ist, macht man uns ganz schön Beine. Da ist der Ausgang. Wunderbar. Damit haben wir das erste Level geschafft und können direkt zum nächsten gehen. Igitt! So, ich dachte schon, der basht uns direkt. So, du bist Moose. Ach du Scheiße, wir auch. Blum. Damit haben wir schon ein Leben verloren. Schade. Schade das. Aber gut. War ganz schön mies, oder? So am Anfang so. Bam. So, dich mag ich gar nicht. Du verpieselst dich. Dieser Ziel ist es, alle Gegner zu bashen. Und unter den Steinen findet man hin und wieder auch mal nützliche Items. Wie zum Beispiel Feuererweiterung oder neue Bomben oder die Möglichkeit sogar Bomben wegzukicken. Ja, das gab es damals auch schon. Und wir kannten halt damals nichts anderes. So. Alter Schwede. Ja, für so ein Spiel hat man mal gut, ja, ich sag mal, einen Huni hingelegt, 100 Mark. Aber man wusste sich ja auch anderweitig die Spiele zu besorgen. Ah ja, gut, war eine andere Zeit, ne? So, dich will ich aber bashen. Sonst werden wir keine Freunde. Haust du ab? Haust du ab. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man jetzt das Item behält. Auf jeden Fall können wir jetzt schon zwei Bomben legen. Und müssen jetzt, wie gesagt, den Ausgang finden. Witzig ist, wenn man jetzt den Ausgang nochmal bombardiert, dann kommen da nochmal Feinde raus. Und glaub mir, die machen uns auf alle Fälle die Hölle heiß. So. Du bist schon mal Moose. So, du auch. Und über dich brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten. So ist es. So muss es sein. So klappt's auch mit dem Nachbarn. Hier ist das Axel. Hier müssen wir schon aufpassen, dass wir das hier nicht kaputt machen.
Na klar, na klar. Du haust ab. Während ich hier noch am Bomben bin, machst du dich vom Acker. Oh, Item. Nice. Gleich mal einsammeln. Dann können wir nämlich gleich eine ganze Ecke schneller laufen. So. Ich hoffe mal, dass er jetzt endlich mal die Hucke voll kriegt, der Sack hier. Nope. Du gehst immer hier lang, gehst hier lang. Na, okay. Ja, jetzt hast du aber verkackt. Und weg hier. Damit haben wir auch das geschafft. Stage 1-4. Oha. Was das Herz jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Bonuspunkte. Ach so, das heißt, schießen auf Kommando. Und zwar mit der Leertaste. Schießen auf Kommando ist natürlich auch sehr fein. Nervt allerdings auch ein bisschen, weil ich mich jetzt ein bisschen verbiegen muss, weil meine Tastatur unmittelbar unter dem Mikrofon ist. So. Aber gut, damals hatte man ja die Probleme im Mikrofon noch nicht. Allerdings schade. Hätte man damals schon Let's Plays aufnehmen können. Aber wo sollte man die hochladen ohne Internet? Oi. Der ist weg. Der ist futsch und der auch. 2-in-1. Mich nervt dieses Item ein bisschen. Macht mir die Sache zum Teil aber auch leichter, die Gegner zu bashen. So. Alter, das Item ist scheiße. Kommst du wieder zurück? Dann warten wir jetzt den kleinen Moment. Ne, jetzt gehst du natürlich da lang. Du bist ja eine miese Ratte. Na komm, trau dich. Kommst du her? Komm zu Papa. Oh Gott. So, da. Und da. Und Fuji. Los, weg hier. So. Haben wir auch dieses geschafft. So einfach und schnell kann es gehen, aber glaub mir, es bleibt nicht so leicht. So, ich hoffe, dass die Bomben jetzt langsam mal wieder von selbst explodieren, weil sonst kriege ich hier echt einen Rappel. Naja, natürlich nicht. So, das strengt an. Also ich werde garantiert dieses Item nie wieder einsammeln. Na komm, geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Boah, ich habe nicht unendlich viel Zeit, du Arsch. So, Moose. Sehr gut. Na, jetzt werden die Level auch größer. Jetzt darf nämlich auch gescrollt werden. Verdammt, verpasst. So. Ach, verdammt. Alter, das war knapp. Wir hätten uns fast selbst weggebombt, obwohl das fast schon eine Überlegung ist, sich selbst zu opfern, wegen eben diesem scheiß Item. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass wir dieses Item jetzt nicht behalten, denn es zackt. Explodiert hier wieder selbst. Ach, herrlich. Ist das schön. Da komme ich auch nicht immer ins Mikrofon. Das habt ihr bestimmt mitgekriegt. So, du bist Moos. Und du hoffentlich auch. So macht's noch viel mehr Spaß.
Wurm. Komm schon. Ich will dich bashen. Hab ich selbst gebasht. Und damit ins Game Over katapultiert. Gibt es noch ein Continue? Wir haben noch ein Continue. Wir werden es nutzen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, wir können trotz Continue sogar unsere Items behalten. Das ist richtig nice. So. Was? Ach komm. So wie ich sehe, behalten wir sogar unseren Score. Also ist das Spiel in dieser Richtung auf jeden Fall fair. So wünsche ich mir das auch. Für ein kultiges Amiga-Game. Oha. Haben wir es jetzt Ich dachte schon, wir hätten es jetzt versammelt. So, du hast aber verkackt. Und das mal ganz dezent. So, wenn du jetzt nicht abhaust, dann bist auch du Moose. Da haben wir noch ein bisschen was. Jawohl. So kann es funktionieren. So, herrlich, herrlich, herrlich. So. Na? Ihr bekommt auf jeden Fall jeden Tag einen anderen Titel, wie im letzten Jahr mit meinem C64 Advent Special. Wer es verpasst hat, kann gerne mal reinschauen. Verlinken werde ich dieses noch in meiner Endcard. So. Sehr gut, wenigstens einer. Wir haben noch 2 Minuten 26, um den zu bashen. Sehr schön. Da ist auch das Item. Und das werden wir uns auch holen. So. Zack. Was das jetzt bedeutet, kann ich leider nicht sagen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall ins Ziel gehen und das Level beenden. Oha, oha, was macht der Teddy da? Der frisst uns! Boah, ist der gemein, ist der schnell. Alter Schwede. Den sollte man wirklich mal ganz schnell... das? Yo, two of a kind. Immer gut. Und du bist auch weg. So. Oh, oh, Bärchen. Nein. Bärchen ist weg. Ich auch. Schade, schade, schade. Unser letztes Continue und darunter habt ihr auch ein Passwort gesehen. Das könnte man jetzt dann auch wieder nehmen, um hier weiterzumachen. Sollte man endgültig Game Over gehen. So, Batsch, Batsch. Sagen wir mal ehrlich, wie gesagt, ohne dieses Diner Blaster gäbe es Bomberman nicht. So, Bärchen. Böses Bärchen. Wir haben das Bärchen auch getötet. Ach, Menno. Ist das gemein. So. So. Wow. Na? Oh, wir haben ihn noch weggebasht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und du bist auch ein Muss. Oh, ein extra Leben. Das können wir gebrauchen.
Im Schnitt werden diese Amiga-Videos normale Let's Play-Partlänge erhalten, also rund 20 Minuten. Also gibt's auf jeden Fall genug zu gucken. Oh, jetzt könnt ihr sehen, was passiert. Hey, da kommen sie raus. Die ekelhaften Flattermänner. Oh, wow. Scheiß, die teilen sich auch noch. Richtig eklig. So, die müssen wir erstmal wegkriegen. Sonst haben wir hier echt verkackt. Also eins sollte man auf jeden Fall nicht tun. Das Ziel zu versuchen, kaputt zu machen, das geht nicht gut. So. Komm schon. Ah, verdammt. Okay. Unsere Zeit. Müssen wir auch noch ein bisschen im Auge behalten. Die scheiß Flattermänner. Müssen wir jetzt natürlich auch wegmachen. Das Miese ist, dass die durch Wände laufen können. Das nur, weil wir sie ein bisschen mal geärgert haben. Oha. Das ist gar nicht so leicht, die zu kriegen. Schon. So. Oh je. Das wird enger mit der Zeit, Freunde. Ach Mist. Haben wir zwei von denen gebasht, uns mit und dann noch so ein Gegner. Das ist natürlich Pech. So, jetzt passen wir aber nochmal auf, sonst passiert die ganze Scheiße nochmal. Ich möchte mir doch ganz gern vielleicht noch ein bisschen weiterkommen. So. Oh, weg. Spa. Oh nö. Das nächste Game Over steht im Haus. Bärchen. Das böse, böse Bärchen. Oh, scheiße. Okay, wir haben es verkackt. Na gut, passt auch wunderbar an die Zeit. Demnach beenden wir das Spiel hier. Und beende an dieser Stelle auch dieses wunderbare Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.